meine Lieben, dann freue ich mich sehr, dass wir heute in dieser Runde hier sind. Lieber Kai, lieber Karel, danke für eure Zeit. Ihr habt ja ein unglaublich spannendes Buch geschrieben, nämlich Die Wahrheit über Eva. Ich habe es lustigerweise von meinem Papa zu Weihnachten geschenkt bekommen letztes Jahr und dann gleich verschlungen. Und ich arbeite ja an meinem Buch, Die Machtzentrale, und da werdet ihr einige Male zitiert. Und jetzt seid ihr natürlich für mich auch was ganz Besonderes, weil ihr seid heute das erste Duo und ihr seid beides Männer, weil bis jetzt hat die Machtzentrale immer nur weibliche Gästinnen begrüßt. Insofern finde ich das wahnsinnig spannend, heute mit euch beiden zu plaudern. Herzlich willkommen in der Machtzentrale. Dankeschön. Ich bin sprachlos, liebe Vera. Also wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde gern gleich mit dem Thema Macht und die Ungleichverteilung starten, weil das schimmert bei euch im Buch auch zwischen den Zeilen gleich von Anfang an deutlich durch. Wenn wir uns heute die Gesellschaft ansehen, erkennen wir eine Ungleichverteilung der Macht. Helft mir mal und natürlich auch meinen Hörerinnen und Hörern. Wann hat das begonnen und was hat das eigentlich mit der Eva zu tun? Ja, ich glaube, das ist dann eher der biologische Teil, könnte man sagen. Denn in der Verhaltensbiologie, ich muss mal kurz ausholen, in der Verhaltensbiologie reden wir jetzt auch von Macht. Früher haben wir immer nur über Dominanz gesprochen, weil wir merken, dass Dominanz alleine erklärt nicht alles, was wir sehen. Mhm. Dominanz ist basiert auf Kraft, Körperkraft, auf der Möglichkeit, um jemanden einfach in die Pfanne zu hauen. Aber man sieht auch bei Tieren, das erklärt nicht die ganze Verhaltenspalette. Man sieht, dass auch schwächere Tiere Sachen hinkriegen, die man nicht erwartet, weil sie sind überhaupt nicht körperlich überlegen, sie sind körperlich klar unterlegen. Und das ist, Macht ist also diese Dominanz plus andere Sachen. Mhm. Und das eine wäre zum Beispiel, dass man Allianzpartner hat, dass andere dir helfen können und zwei, drei, vier können dann einen stärkeren schlagen. Aber das noch Wichtigere ist, dass man etwas hat, das man nur mit Mühe nehmen kann oder mit großen Kosten oder überhaupt nicht. Und wir nennen das Hebelwirkung, also dann ist man zwar kleiner, aber man sitzt am längeren Hebel und kann trotzdem sich durchsetzen. Und Macht ist also die Summe von all diesen Sachen, von Körperkraft, Allianzbildung und diese Hebelwirkung. Und wenn wir jetzt Menschen betrachten, dann ist die naive Idee, dass natürlich sollten Männer mächtig sein. Die Männer sind ja stärker, die können die Frauen einfach physisch dominieren. Also dann ist es doch logisch, dass Männer eine Gesellschaft leiten. Aber dann vergessen wir diese zwei anderen Elemente. Und diese Elemente waren immer schon wichtig und jetzt kommen wir auf das ethnografische Element, könnte man sagen. Ja, wie sah es dann aus bei Menschen? Wir wissen, dass es in der Vergangenheit viel ausgeglichener war, die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Das wissen wir aus der Ethnographie und auch aus der Archäologie. Große Anzeichen für Ungleichheit. Ungleichheit zwischen Männern und zwischen Männern und Frauen gehen immer gleich einher miteinander. Dass diese Anzeichen, die gab es eigentlich bis vor 10.000 Jahren nur ganz, ganz, ganz wenig. Und sogar vor 5.000 Jahren waren die meisten Menschen noch nicht so. Das, wo die ersten Staaten entstanden sind, die meisten Leute haben damals noch ganz gleichberechtigt gelebt. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich gegenseitig gebraucht hat. Männer brauchen Frauen, das ist wieder diese Hebelwirkung. Die haben sich komplementiert, könnte man sagen. Die waren Teams. Und dann macht es keinen Sinn, wenn die eine Hälfte vom Team sagt, ja, ich bin wichtiger als du. Denn das kann man nicht sagen. Ist das linke Rad am Auto wichtiger als das rechte Rad? Das geht ohne Rad geht's beide nicht. Oder man braucht beide Räder. Mhm. Und so war es historisch. Mhm. Das hat auch unsere Erwartungen und unsere Psychologie so geprägt, dass wir eigentlich Gleichberechtigung erwarten, dass wir uns aufregen, wenn die Machtverhältnisse nicht ausgeglichen sind. Mhm. Okay. Und jetzt
kommt vielleicht ich ins Spiel, weil die Frage war ja, und was hat das alles mit Eva zu tun, was natürlich jetzt ein schwieriger Übertrag ist, aber das Spannende für uns, Eva ist ja für uns nur eine Metapher und eine wunderschöne Geschichte. Und da ist ja, fällt auf, dass Gott die Geschlechter gleichberechtigt schafft. Also dass selbst die Bibelautoren, die in einer patriarchalen Welt leben, für die ist klar, Männer und Frauen, wenn sie von einem vernünftigen Gott geschaffen worden sind, dann hat er sie gleich und gleichberechtigt geschaffen. Und dann kommt eben diese Eva-Geschichte ins Spiel, die quasi die Unterdrückung der Frauen als einen historischen Event darstellt. Und wir beide sind ja Agnostiker, also wir glauben an keinen Gott. Und das war dann aber, was uns so getriggert hat, weil diese Geschichte ja tatsächlich einen wahren Kern enthält. Es war nicht immer so, dass die Männer dominiert haben, sondern das ist das historische Produkt bestimmter Umstände. Okay. Und jetzt haben wir von Karel ein paar Zahlen gehört, was die zeitliche Dauer anbelangt. Karel, vielleicht magst du noch einmal kurz das rausarbeiten. Seit wann ist denn das dann so, wenn wir jetzt zurückblicken in die Geschichte? Ist ja noch so lang so, oder? Also eher so eine kurze Episode. Ganz kurz, auf jeden Fall lange für ein Menschenleben, aber kurz, um große genetische Änderungen hervorzurufen natürlich. Und man kann sagen, wir sind seit ungefähr 2 Millionen Jahren, haben wir uns geübt, um gute Jäger-Sammler zu werden, würden wir immer besser. Und erst nach der letzten Eiszeit eigentlich ist das Jagen und Sammeln ersetzt worden von der Landwirtschaft. Ganz, ganz allmählich natürlich, auch da evolutionär gesehen ganz schnell, aber wenn man Lebenszeiten misst, ziemlich lang, allmählich. Ja. Und nach einigen Tausenden von Jahren hat sich die Landwirtschaft dann wirklich etabliert. Dann hat man in Dörfern gelebt oder Städte sogar allmählich. Eine Lebensart, die es natürlich vorher nie gegeben hat. Mit ganz vielen neuen Problemen. Kriege wurden ganz viel wichtiger als vorher. Krankheiten und so weiter. Und dann ändern sich die Umstände, die Subsistenz nennen wir das, diese Umstände so sehr, dass da neue soziale Organisationen entstehen, die es vorher nicht gab. Okay. Und dabei haben die Männer dann eine sehr große Rolle gespielt, eine viel wichtigere Rolle als vorher, weil erstens die Verteidigung, Jäger-Sammler sind ja nomadisch, da gibt es nichts zu verteidigen. Die haben keine Vorräte, die haben keine Häuser, die haben kein Land, das gut, gute Acker und so weiter. Wenn man das mal hat, muss man es verteidigen. Und das führt immer automatisch dazu, dass die Männer sich mit ihren Verwandten zusammentun. Das bedeutet, dass die Söhne dort bleiben, wo sie geboren sind. Die formen dann Clans miteinander. Die Frauen müssen irgendwo anders herkommen. Das war ja immer schon so, aber früher war es symmetrisch und jetzt wird es asymmetrisch. Und weil Privatbesitz eines Tages erfunden wurde, das war auch vorher keine Routine, hat man angefangen, die Frauen zu kaufen. Und so werden Frauen zu die Kühe einfach so Kaufware. Ja. Und dann ist man schon halbwegs da, in eine ganz ungünstige Position zu gelangen. Schön gesagt. Aber das war nur Schritt 1. Ja. Schritt 2 kommt dann dazu, dass man anfängt, dieses Besitz, was jetzt privat ist, zu vererben. Wenn ich ein großes Landstück habe mit einem schönen Haus und tolle Vorräte und so weiter, dann kann ich mir mehrere Frauen leisten. Denn ich muss mir nicht mehr, bei den Jägern Sammlern müssen die Väter natürlich mithelfen, diese Kinder zu ernähren. Aber wenn ich einen großen Hof habe, dann muss ich das nicht mehr. Und dann nehmen sie sich mehrere Frauen und dann kommt da auch die Idee, dass der Sohn kann das übernehmen. Der Sohn kann dann auch mehrere Frauen bekommen. Und dann auch, also wenn ich als Mann also eine solche Erbstruktur auf die Beine stellen kann, habe ich viel mehr Enkelkinder, als ich sonst hätte. Für eine Frau gilt das nicht. Also in dem Moment sind die Männer und ist ihre Körperkraft, die setzen sich dann durch, die machen die Gesetze, die Regeln
Und wenn es sein muss, auch die Kraft, die Gewalt, um ihren Interessen durchzusetzen. Und die Verlierer sind also die Frauen und die armen Männer. Ja. Es auch sehr viel mehr gibt, wenn sobald Polygynie entsteht, gibt es auch viele Männer, die keine Macht mehr haben. Ja. Also das ist eine total neue Entwicklung. Wenn du neu sagst, Karel, 5.000 Jahre, 12.000 Jahre? Ja, so ungefähr. Das kann man nicht so genau sagen, aber so ungefähr, oder? Das muss man ungefähr sagen, denn es fängt irgendwo an, nicht? Irgendwo fängt es an und es schleicht sich ja vermutlich auch eher langsam ein, oder? Genau, also zum Beispiel, als die ersten Bibelbücher geschrieben wurden, war die Hälfte der Bevölkerung auf der Welt noch Jäger und Sammler. Ja, ja. Nicht? Also das hat sich eingeschlichen. Ja, okay. Aber anders gesagt, wir alle sind natürlich schon mehrere tausende Jahre Nachfahren von Bauern. Mhm. Hier in Mitteleuropa. Mhm. Ja, okay. Das heißt, es hat auch ganz stark mit dem Moment zu tun der Sesshaftwerdung, der Entwicklung von Landwirtschaft, dem, was du auch sagst, dem Entwickeln der Idee von Privatbesitz. Und genau. All den weiteren Konsequenzen, die daraus dann entstanden sind. Ja? Okay. Jetzt habt ihr in eurem Buch Die Wahrheit über Eva einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, eingängigen Begriff verwendet, den ich auch, den habe ich bei euch kennengelernt und seitdem auch schon ein paar Mal verwendet in diversen Gesprächen und Diskussionen. Und zwar ist das der Begriff der Patrix. Ja, ich weiß, er ist nicht von euch, aber ich habe ihn bei euch zum ersten Mal gelesen. Woher kommt er und was bedeutet das? Vielleicht wollt ihr mir das mal kurz erklären. Ja, es ist, also wir haben natürlich nach einem eingängigen Begriff gesucht, um den Zustand zu beschreiben, in dem wir heute alle leben. Wir waren natürlich ein wenig unglücklich mit dem Begriff des Patriarchats. Das ist ja nichts Neues. Also die meisten Feministinnen haben sehr viele Probleme damit, weil das ja immer suggeriert, es gibt eine Verschwörung, eine direkte Männerherrschaft. Und das, was uns beide ja vor allem interessiert, ist eigentlich, wie funktioniert Kultur? Und wie schreiben sich Dominanz, Herrschaftsstrukturen in kulturelle Institutionen, in Mentalitäten und dergleichen mehr fort? Und inwieweit leben sie unabhängig von den Menschen weiter? Und das ist ja eigentlich das besonders Faszinierende. Und natürlich haben wir sofort gedacht, irgendwann an den Film Matrix, wo ja die Menschen in einer computersimulierten Welt leben, die sie für die Wirklichkeit halten. Und das ist ja auch das, was heutzutage der Fall ist, dass die Menschen denken, die Situation, in der wir heute leben, das ist die Normalität. Und wir sagen, nein, es ist eine verzerrte Wirklichkeit mit verzerrten Spielregeln, die eindeutig Männer privilegieren. Und daraus gilt es eigentlich aufzuwachen, also die rote Pille zu nehmen, um nochmal an Matrix anzuknüpfen und dass wir sagen, wir leben in dieser patriarchalen Matrix, kurz die Patrix, das erschien uns eigentlich als ein wichtiges Bild, weil, und ich würde nämlich gern nochmal darauf kommen, was wir eben hatten, um zu illustrieren, was das Besondere an unserem Ansatz ist. Normalerweise, wenn es darum geht, Dinge zu erklären, wo kommt Gewalt her, was ist Krieg, was ist Misogynie und dergleichen mehr, dann sind da Historiker am Werk, ich bin ja selbst einer, und die gucken aber nur auf die letzten 5000 Jahre, also nur auf die Zeit, aus der wir schriftliche Quellen haben. Und wenn man auf diese Zeit guckt, stellt man fest, Männer waren immer dominant. Mhm. Das heißt, dann ist die Männerherrschaft die Normalität. Normal, ja. Mhm. Genau. Und wenn man aber sagt, sorry, diese 5000 Jahre, das ist gerade 1% der Menschheitsgeschichte. Wir müssen eben, wie Karel sagte, eigentlich diese 2 Millionen Jahre oder mindestens die 300.000 Jahre, seitdem es Homo sapiens gibt, dann stellt sich raus, diese 5000 Jahre sind eben wirklich nur 1%, sie sind die Ausnahme. Und 99% der Menschheitsgeschichte war Gleichberechtigung, war Partnerschaft, war Kooperation unser Erfolgsgeheimnis. Warum soll es das heute nicht sein?
Sehr spannend. Ich zitiere da mal, das finde ich nämlich ganz stark, auch ihr sagt, die männliche Dominanz ist nicht der Normalzustand des Homo sapiens, sondern eine kurze Anomalie, ein Irrweg. Und dann macht ihr nämlich einen schönen Vergleich und ihr sagt, wenn wir uns die Uhr anschauen, dann sind diese 5000 Jahre oder wie viel es dann tatsächlich sind, ungefähr halt, circa 5000 Jahre, die entsprechen 4 Minuten in der Menschheitsgeschichte. Ja, das finde ich ja dann schon sehr faszinierend. Die Frage natürlich jetzt auch, was können wir denn tun, damit aus diesen 4 Minuten nicht jetzt 4 Stunden werden? Vielleicht noch eine Ergänzung. Gerne. Entscheidend ist, dass diese 99% davor, das waren ja die Zeit, in der sich auch unsere Psychologie, unsere Vorstellungen, unsere Intuitionen geprägt haben. Das heißt, unsere Grundstruktur jetzt psychologisch ist eben durchaus egalitär, ist auf Kooperation ausgelegt. Also das steht uns absolut nicht im Weg. Dazu kann Karel bedeutend mehr sagen. Ja, und natürlich kommt mit der Kooperationsseite auch die Konkurrenzseite. Da sind wir immer alert und da gibt es vielleicht noch ein paar Geschlechterunterschiede. Aber was können wir tun? Was können wir tun? Das Erste ist, wir uns bewusst sein, dass es erstmal anders war und dass die Regeln, wonach wir jetzt leben, das inklusive Gesetze und so weiter, dass diese, die waren nicht fair. Die sind von Männern gemacht worden. Allmählich ändert sich das natürlich in Europa. Aber diese Regeln waren historisch ganz, ganz anders, wurden aber natürlich nie festgeschrieben, denn die Schrift ist auch ein Produkt von Patriarchat, von patriarchalen Strukturen. Also wir können uns bewusst werden, dass es die Regeln sind und dass diese Regeln Funktionen hatten, die damals vielleicht irgendwie Sinn gemacht haben, zum Beispiel, dass der erste Sohn erbt eigentlich den Löwenteil des Hofs und alle anderen, die kriegen dann hier und da ein bisschen eine Kleinigkeit. Sonst ist nach 3, 4 Generationen hat jeder 2 Quadratmeter, das geht nicht. Okay. Aber wenn wir das abschaffen, unter den heutigen Bedingungen, hat das doch total ihre Funktion und Sinn verloren. Wenn wir das abschaffen, machen wir in einer Bewegung eine ganze Menge Fairness, stellen wir her. Das sind ganz einfache Sachen. Was man aber grundsätzlicher machen sollte, ist verstehen, wieso die Regeln entstanden sind, unter welchen Bedingungen sie fast unumgänglich sind und unter welchen Bedingungen man sie einfach, sehr einfach loswerden kann. Ja. Vielleicht auch, um es auf den Punkt eigentlich zu bringen, finde ich, was wir mit dem Buch zeigen wollten, es ist die Kultur, nicht die Biologie. Weil das ist ja das große Thema heute, also auch die Debatten, gibt es Geschlechterunterschiede, ja oder nein, und all diese ganzen Sachen, dass ja bei vielen Menschen immer noch die Biologie im Verdacht steht, doch daran schuld zu sein. Und was wir ja zeigen wollen, ist, nein, es ist nicht die Biologie. Die Biologie ist eigentlich sogar auf Gleichberechtigung ausgelegt und die Biologie gibt ja nur die Richtung vor und es ist eher die Kultur, die einschränkt und die uns die Probleme bereitet. Und der Vorteil bei der Kultur ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir die Kultur ändern. Mhm. Ihr sagt ja, die Biologie erlaubt, die Kultur verbietet. Das bringt es ja, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Aber was können wir denn tun, um diese Kultur zu verlernen? Weil das ist ja dann vielleicht auch das, was wir tun müssen, um jetzt mal in einer Matrix-Sprache zu sprechen. Wir müssen das eine Programm löschen und ein neues drauf programmieren. Ja. Wie machen wir das? Frage dazu, wie lange wird denn das jetzt dann dauern? Wir sind schon 200 Jahre da im Gange. Nicht? Ja. Und wie machen wir das? Ich würde sagen, mit großer Vorsicht. Okay. Denn wir haben ja natürlich einige Experimente historisch gesehen, denk mal an Kommunismus und Faschismus und so weiter, wo man auch versucht hat, Gesellschaftsstrukturen radikal zu ändern und zu verbessern. Und die Konsequenzen waren natürlich katastrophal. Also man muss solche Sachen vorsichtig machen. Aber
eigentlich, wir müssen unsere Intuitionen verfolgen und wir müssen, da, eigentlich habe ich es schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass die zum Beispiel, wenn es keine staatliche Macht gibt und es eine Anarchie herrscht, dann braucht man Männer, Allianzen, um ihr Hab und Gut zu verteidigen. Also, wenn wir in solche Situationen zurückfallen, ob wir jetzt wollen oder nicht, dann wird das passieren. Aber wenn wir in einem gut funktionierenden Staat leben, dann braucht man diese Allianzen nicht mehr. Mhm. Also, dann muss man nicht unbedingt patrilokal und patriarchal organisiert sein, um überhaupt zu überleben. Also, wie gesagt, wenn man die kausale Beziehungen versteht, dann weiß man, was man relativ einfach entfernen kann oder rausnehmen kann oder wo man dann nicht rütteln sollte, denn das könnte gefährlich werden. Aber eigentlich sind diese Prozesse schon längst im Gange, wir müssen sie nur zu Ende bringen. Ja, was ist deine persönliche Einschätzung? Du hast jetzt gemeint, seit 200 Jahren tun wir es. Was denkst du? Ich denke, das ist wieder, man braucht eine ganz differenzierte Antwort, denn wenn ich erst nach Afghanistan gehe, dann sehe ich, das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem eigenen Horizont, wie meine Eltern und insbesondere mein Großvater war ein echter Patriarch, mein Vater schon viel weniger. Ich versuche es nicht zu sein, wenn ich schaue nach unsere Kinder, die jetzt auch gerade Kinder haben. Die Ehemänner, die nehmen sich Zeit, die arbeiten nicht mehr 100%, das wird immer viel gleicher gemacht. Also die leben eigentlich vor, wie es auch gehen kann. Mhm. Und wenn ich da etwas hinzufügen darf, ich glaube, die sind viel glücklicher als die Generationen vor uns. Mhm. Aber eine Gesellschaft muss es ermöglichen. Ja, Elternurlaub und solche Sachen braucht es dann natürlich schon. Und dafür muss man dann kämpfen natürlich. Das ist eine politische Entscheidung. Okay. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf den Themenkreis eingehen. Kai, du hast ihn vorher gerade nur kurz angerissen, nämlich das Thema Frauenfeindlichkeit, Misogynie. Das kommt ja auch ganz stark bei Mary Beard vor, die sich ja auch intensiv beschäftigt mit dem Thema Frauen und Macht. Was ist so eure Konklusion aus eurer Forschungsarbeit? Woher kommt denn das? Weil auch Mary Beard sagte, damit wir weiterkommen, müssen wir uns ansehen, woher kommt das? Wir müssen strukturell hinterfragen, welche Wirkmechanismen hier auch an den Tag kommen. Was ist bei euren Recherchen daraus gekommen? Woran liegt diese Frauenfeindlichkeit? Ich glaube, es ist auch sehr aussagekräftig. Es gab Mary Beard sehr darauf guckt. Sie ist ja klassische Historikerin, also vor allem beschäftigt sie sich mit dem alten Rom. Wichtig ist ja, was uns umtreibt, ist, wir nennen das ja die kulturelle Evolution. Und die arbeitet kumulativ. Also Dinge entstehen, verbinden sich, wachsen heran. Es bestehen viele, viele Sachen aus verschiedenen Komponenten. Und das, was wir eigentlich auch zeigen, wir zeigen ja, dass eben der Monotheismus dann quasi für die Frauen insofern verheerend war, weil aus einer theologischen Konsequenz, also keiner misogynen Tendenz, sondern aus einer theologischen Konsequenz heraus, die Frauen extrem benachteiligt wurden, um das jetzt abzukürzen. Aber es ging eigentlich gar nicht so sehr gegen die Frauen. Und dann im Christentum, also wir gucken jetzt wirklich nur auf das sogenannte christliche Abendland, im Christentum die Misogynie, dass dann quasi auch Eva als Gespielin des Teufels dargestellt wird, das kommt dann wirklich erst durch den Einfluss griechischer Philosophie und auch in der römischen Welt, die eben schon aus ganz anderen historischen Gründen misogyner waren. Also wir haben natürlich das alte Griechenland, eine Sklavenhaltergesellschaft, wo die Frauen noch weniger Rechte hatten als eben im alten Palästina, weil dort auch staatliche Strukturen anders waren und so weiter und so fort. Und das ist eben dieses Spannende zu sehen, wie sich bestimmte Komplexe miteinander verbinden. Und in diesem Augenblick, eben dann in der Formationsphase des frühen Christentums,
das ist ja, das sind ja dann Ideen. Wir haben ja davor das Tagebuch der Menschheit gemacht. Und da sagen wir eigentlich, die Bibel ist eine Art Tagebuch der Menschheit und ein Buch der Unterdrückten, der Schwachen. Und das wechselt jetzt auf die Seite der Herrschaft, wird adaptiert von den römischen Kaisern, wird Staatsreligion, wird zu einem Instrument der Macht. Mhm. Und in diesem Augenblick verschmelzen eben verschiedene Sachen, dass einmal diese theologische Benachteiligung der Frauen verschmilzt mit einer philosophischen und einer wissenschaftlichen Benachteiligung der Frauen. Das sind die griechischen Philosophen, die ja sagen, Frauen sind nur keine richtigen Menschen und all diese ganzen Sachen. Und das verschmilzt alles zu diesem Zeitpunkt. Und dann versuche ich jetzt im Bogen zu schlagen zu dem, was wir eben hatten. Das ist aber das Besondere, warum wir, glaube ich, heute auf sehr gutem Weg sind. Weil damals entstand es, dass eben die Religion, die Wissenschaft und die Philosophie alle sagten, die Frauen sind das schwache Geschlecht. Und das war die Legitimation der Patrix. Und das ist der grundlegende Unterschied heute. Die Wissenschaft sagt es nicht mehr, die Philosophie sagt es auch nicht mehr und die Religion in unseren Kreisen auch nicht mehr. Das heißt, die Patrix hat ihre Säulen der Macht verloren. Die alten Strukturen sind noch vorhanden. Aber sie sind nicht mehr, sie haben keine Legitimation mehr. Und das ist eigentlich, warum ist momentan jetzt unser Eindruck als Männer von außen betrachtet, wo wir ja sagen müssen, also in den letzten 20, 30 Jahren, die Emanzipation ist ja, geht so rasant einher, also das wird nicht mehr allzu lange dauern. Mhm. Wobei wir ja auch, Karel, du hast gerade Afghanistan kurz erwähnt, ja schon auch dann, wie soll man denn das jetzt nennen, die Todeskämpfe eines Ertrinkenden namens Patrix erkennen kann, oder? In der Gesellschaft. Also es gibt ja das viele ist genau, Orte, was ich, ja, genau, es gibt ja viele Orte. Genau, ja. Denn was sieht man? Was Kai geschildert hat, ist, sagen wir mal, diese ideologische Hintergründe, wieso man so denkt. Ja. So, dass so unglaublich zäh ist, weil es diese religiöse Untermauerung hat, dass man, wenn man zweifelt, denkt, oh nein, daran darf ich ja nicht zweifeln. Das ist ja Gottes Wille. Aber wenn man dann anschaut, wie geht es dann in der Praxis? Das ist schon vor der Geburt, aber sicher nach der Geburt, gibt es da eine ganz asymmetrische Behandlung. Da werden Buben bevorzugt, nicht? Die kriegen bessere Behandlung, bessere Ernährung, die dürfen viel mehr und die kriegen auch eine Ausbildung und. Und dann nach einer Weile merkt man, ja, die Frauen sind tatsächlich nicht so fähig, weil sie sich nicht gut ernährt haben. Also da werden Ideologien eingetrichtert, die werden weitergegeben, die verstärken sich, die werden zementiert. Ja. Dann ist es unglaublich schwierig, da auszubrechen. Und das hat mit der Aufklärung angefangen bei uns und in bestimmten Regionen. Und das dauert dann mehrere Generationen. In bestimmten Regionen muss man da durch. Und man kann es zwar versuchen, schneller zu machen, aber das ist ein Ringen und das geht nicht so einfach. Ja. Aber das Wichtigste ist, dass man sieht, dass wenn man die Kinder anders behandelt und gleich behandelt und anfängt damit bei der Geburt, dann könnte es viel, viel schneller gehen als 200 Jahre. Ja, sehr spannender Punkt. Ja, also, ja, was mich jetzt auch auf jeden Fall noch interessiert, passt auch gerade ganz gut. Das kam mir nämlich beim Lesen eures Buchs auch sehr essentiell vor, auch für meine Arbeit. Ihr sagt, es gibt, man kann sagen, drei Faktoren für, ihr sagt, weibliche Stärke, beziehungsweise ihr nennt es dann, dass es diese drei Faktoren sind, die die Basis für die Unabhängigkeit von Frauen sind. Ich nenne die mal und dann würde ich euch gerne dazu befragen, wie ihr das genau seht. Also ihr sagt, diese drei Faktoren für die Unabhängigkeit von Frauen, für die Stärke von Frauen sind sexuelle Autonomie, ökonomische Unabhängigkeit und belastbare weibliche Netzwerke. Diese drei Faktoren, sagt ihr, sind wahnsinnig entscheidend. Wie seht ihr das genau? Ich fange mal an mit der Biologie und dann kann Kai es ergänzen mit den kulturellen Auswirkungen davon. Ja, super.
Diese sexuelle Autonomie, die gab es schon längst, denn wir haben, das ist, könnte man sagen, eingebaut. Denn wenn man unser Sexualverhalten und insbesondere auch die sogenannte Reproduktionsphysiologie anschaut, dann ist das die Physiologie einer Art, wo die Weibchen autonom sind, sich Partner wählen können, nicht verprügelt werden, nicht dominiert werden und so weiter, aber promisk waren. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall oder zumindest ganz, ganz reduziert. Also diese Autonomie, die hat auf der sexuellen Ebene hat es immer gegeben. Auf der ökonomischen Ebene könnte man sagen, wegen dieses Teamwork von Jagen und Sammeln war das auch eine halbwegs eine Unabhängigkeit. Es gibt auch Gruppen, wo Frauen sich ohne Männer durchschlagen können. Nicht überall natürlich, aber das war immer ganz plastisch. Also auch da, es gab nie die Idee, dass das Weibchen war in der Höhle und hat gewartet, bis der Neandertal-Mann mit seinem Keule und seine Beute zurückkommt und sagt, koch mal oder sowas. Das hat es eigentlich nie gegeben. Und dann diese dritte Komponente, diese Allianzbildung. Auch da, man hat immer in Gruppen gelebt. Und da hat man immer Familie dabei, entweder weibliche oder männliche. Aber da waren immer Leute, die da dich unterstützen, wenn du ein Problem hast. Und das bedeutet, dass da eine Art Gleichgewicht entsteht, weil niemand kann sich gegen eine große Allianz durchsetzen. Also das ist die biologische und Jäger-Sammler-Hintergrund, wieso wir eigentlich diese drei Elemente gehabt haben. Die sind verloren gegangen im Patriarchat und jetzt müssen wir die zurückerobern und da kommt Kai ins Spiel. Ja, okay. Danke sehr, was man mir immer alles zutraut. Aber das Spannende ist ja sowieso, dass die ganz große Entwicklung wieder zurück zu Jägern und Sammlern geht. Wir sehen ja jetzt unabhängig von der Geschlechterproblematik eigentlich wieder einen Weg, Gott sei Dank, zumindest an vielen Orten der Welt, hin zur Demokratie, also zu Gleichheit und dergleichen mehr, dass alle mitreden können und daran sollten wir auch wirklich alle arbeiten. Und das war auch für uns das Spannende, beim Buch zu sehen, dass eigentlich die Geschichte der Frauenemanzipation, also in den letzten 200 Jahren, gerade von diesen drei Dingen auch wieder bestimmt wird. Also es fing eben an, dass im Zeitalter der Aufklärung, also 18. und 19. Jahrhundert, Vereine entstanden, eben auch Frauenvereine, dass Frauen sich vernetzt haben und dadurch auch Öffentlichkeit beansprucht haben, dass ihnen Öffentlichkeit eingeräumt wurde. Also dass eben Suffrageten und so weiter, das kennt ihr ja alles bestens. Also weibliche Allianzen, die sich miteinander, vor allem die es durchbrochen haben, das Prinzip der Isolation, der Vereinzelung. Das ist quasi auch die Hauptherrschaftsstrategie der Patrix gewesen, den Frauen einzureden, ja, es ist dein eigenes Problem, wenn du dagegen rebellierst oder so. Aber die haben plötzlich festgestellt, hey, wir finden das alle ungerecht, es ist ungerecht und sind dann auf die Straße gegangen. Das Zweite war ja dann eigentlich die Wege hin zur ökonomischen Selbstständigkeit. Das hängt ja viel mit Industrialisierung zu tun, das hängt dann auch leider viel mit den Weltkriegen zu tun, wo Frauen dann in die Wirtschaft kamen, in die Fabriken und dergleichen mehr und dadurch auch materiell unabhängig wurden. Und natürlich der dritte Faktor ist dann spätestens mit der Pille, aber auch schon vorher, der Weg hin zur sexuellen Autonomie. Ja. Und diese drei Faktoren sind Grundlage, um aus dieser Patrix herauszukommen. Und was uns nochmal fasziniert hat, war ja jetzt diese sogenannte vierte Welle des Feminismus, diese Stärke der letzten 10 Jahre liegt ja auch damit oder hängt damit zusammen, dass eben das Internet, natürlich die sozialen Medien, neue Formen für weibliche Allianzen gebildet haben. Also MeToo ist ja ein Paradebeispiel, also wo eben vorher haben die das immer gedacht, das sind Einzelfälle, aber plötzlich der Aufschrei überall. Und man stellte fest, es ist kein Einzelfänomen, sondern es ist etwas Systematisches. Und wenn wir uns zusammen dagegen verbünden, haben wir Macht. Dann kommen wir, das ist eigentlich das Schöne, dass man sieht, dass quasi die alte Biologie
ganz wichtig, wir sind nicht determiniert, aber wie hilfreich diese Dinge sind und wie sich dann alles plötzlich im Idealfall wieder in diese alte Richtung hin entwickelt und wir jetzt einfach nur erkennen müssen, wo gibt es in der Kultur noch hemmende Elemente, sei es im Recht, sei es in Firmenstrukturen, sei es in Hierarchien und dergleichen mehr. Ja, super spannend. Und jetzt ist es ja besonders lustig, wenn du dann davon sprichst, wenn wir uns zusammenschließen, dann können wir was bewegen. Jetzt habt ihr beide euch zum Beispiel zusammengeschlossen. Jetzt seid ihr beide Männer und so wie ich das einschätze, habt ihr auch euren 22. Geburtstag ein bisschen hinter euch gebracht. Das heißt, ihr seid ja eigentlich genau an dem Ende. Also weiße Kopf. Männer, sagst du doch direkt. Der alte weiße Säcke. Wo man sich ja jetzt eigentlich dieses Buch jetzt nicht sofort erwarten würde. Wie kam es denn dazu? Wie kamt ihr auf die Idee, euch dafür so intensiv zu beschäftigen? Weil ich zeige mal das her, das sind ja doch 600 Seiten. Wie kam es dazu und was waren denn auch die Reaktionen dann in eurem Umfeld? Also man muss ja sagen, wie gesagt, wir haben ja vorher die Bibel aus einer evolutionären Perspektive gelesen. Und das Besondere ist ja eben, dass bei uns beiden, ich als Kulturwissenschaftler und Karel als Naturwissenschaftler, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind und weil die sonst auch selten miteinander reden und wir gesehen haben, wie produktiv das Ganze ist. Als wir damals die Bibel durchgegangen sind, haben wir natürlich festgestellt, hey, einerseits diese Unterdrückungssachen mit Eva, andererseits wimmelt es in der Bibel von starken Frauen. Und wir thematisieren das im ersten Buch, also Tagebuch der Menschheit, ständig, aber haben das dann kein separates Kapitel gemacht, weil wir der Chronologie der Bibel gefolgt sind. In all den Veranstaltungen, die wir danach absolviert haben, wo wir über unser Buch berichtet haben, war es immer so, dass aus dem Publikum irgendwann jemand aufstand und fragte, du oder ihr, wie war es denn früher eigentlich mit den Geschlechterverhältnissen und was ist da schiefgegangen? Und irgendwann haben wir mal gesagt, oh, wir sehen schon, wir hatten eine Veranstaltung, die ist die Wahrheit über Adam und Eva. Okay. Und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen mal ein Buch machen, die Wahrheit über Eva. Und dann gab es irgendwie direkt stehenden Applaus dazu. Und dann sagten wir uns auch, ja, das können wir doch machen. Das wird ein kleines Buch irgendwie. Und das ist dann natürlich gründlich schiefgegangen, weil wir erstmal gesehen haben, wie vertrackt die Sache ist. Ja. Und dass wir aber auch andererseits dachten, der Vorteil eben auch dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, können wir natürlich riesige Wissensgebiete abdecken. Wir sind zu zweit. Und dass wir natürlich auch einfach das Material, das uns zur Verfügung stand, auch ausbreiten wollten, um eben anderen Leuten, also Frauen vor allem, aber nicht nur allen, die daran interessiert sind, dass die Welt gerechter wird, einfach das Material und die Argumentation zu liefern. Deshalb ist ja auch sehr viel Theologie dabei. Und das Schöne ist ja auch, dass wir tatsächlich auch aus kirchlichen Kreisen rezipiert werden, eingeladen werden und befragt werden. Und da ist extrem viel im Gange. Und so kamen wir dazu. Also hätten wir vorher gewusst, das wird 600 Seiten. Das Buch hat uns beinahe umgebracht. Also ich habe Zeiten gehabt, wo ich dachte, wir schaffen das nicht mehr. Aber das ist eben der Vorteil, wenn man zu zweit ist. Und schön. Wie waren die Reaktionen, Karel? Oft so, wie du gerade gemacht hast. Das ist, wie kommen zwei Männer dazu? Ich bin ein naiver Naturwissenschaftler. Ich möchte erstmal verstehen, was los ist, wie Sachen entstanden sind. Und dann schauen wir mal weiter. Aber erstens, fast alle Männer, die ich kenne, haben auch Mütter, Frauen, Töchter. Und die wollen doch auch, dass diese ein angenehmes und gerechtes Leben führen können. Und zweitens ist es einfach für eine Gesellschaft, Fairness ist verdammt wichtig. Und ich würde mich schämen, und ich schäme mich jetzt auch noch ein bisschen für, was ich dann so gerne nenne, unverdiente Privilegien. Sachen, wofür ich nichts gemacht habe, aber ich werde dann besser behandelt als jemand anders. Aber das ist doch nicht gerecht. Ich fühle mich dabei auch nicht ganz bequem, ehrlich gesagt. Und eigentlich soll es doch
soll es doch nicht geschlechterabhängig sein oder genderabhängig sein, ob man eine gerechte Gesellschaft haben möchte. Und wenn man dann vielleicht ein paar Federn lassen müsste, die man überhaupt, wo man sich schmücken kann, aber die nicht seine eigenen Federn sind, dann ist das ein sehr kleiner Preis. Denn nicht vergessen, wenn man 50% der Leute entweder nicht beschäftigt oder unterbeschäftigt, nicht entwickeln lässt und so weiter, dann ist es für eine Gesellschaft keine gute Sache. Also es ist, man könnte sagen, es ist auch rein egoistisch, uns als Väter und als Söhne und Brüdern, um zu sagen, hör mal, wir sollen diese Unrechtssachen einfach abschaffen. Ja, so versteht mich bitte nicht falsch, ich finde das ja großartig, weil ich finde es ja andersrum auch immer, wie soll ich sagen, fast ein bisschen traurig, weil wenn wir uns, es gibt ein Ranking, die tollsten Reden, die jemals irgendwo gesprochen wurden, und da gibt es dann ganz wenige nur, die von Frauen sind, ich sage jetzt irgendwas, also eine kleine Nummer unter 10, und fast alle dieser Reden waren dann Frauenthemen, ja. Kommt übrigens auch von Mary Beard, die das beobachtet und analysiert hat. Und das ist ja das, was ich so schade finde. Ja? Und wo ich auch immer sage, weil ich werde ja oft gefragt, ne, wieso braucht es denn ein Coaching extra für Frauen? Sage ich ja, ich will am liebsten in einer Welt leben, wo wir das nicht mehr brauchen. Deswegen biete ich sie aber an, weil ich akzeptiere und verstanden habe, es ist aber noch lang nicht so weit. Wir müssen auf jeden Fall was tun. Also insofern bin ich eher ein großer Fan davon, dass ihr beide dieses Buch geschrieben habt. Es ist nur auffällig, ja? Weil wenn wir recherchieren, sehen wir ja natürlich, dass vor allem diese Themen vor allem von Frauen vorangetrieben werden. Ja? Und ich sage es auch, weil wir ja schon auch immer wieder sehen, habe ich ja vorher auch gesagt schon, dass natürlich viele Nutznießer der Patricks, des Patriarchats, ja schon auch den Drang verspüren, das System zu erhalten. Ja? Also insofern danke euch für eure Arbeit an der Stelle und for being a male role model. Es bräuchte noch mehr von euch. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Frage an Kai, weil Kai, du arbeitest ja bereits am nächsten Buch. Und das ist ja praktisch kurz vor Erscheinung und deckt ja etwas ganz Spannendes ab. Nämlich die Geschichte einer sehr mächtigen Frau, die so vor rund 9000 Jahren gelebt hat. Was ist das genau für ein Projekt, Kai? Erzähl mal. Ja, ich habe hier noch einen zweiten Co-Autoren, den Archäologen Harald Meller, der vielleicht vielen bekannt ist als der Retter der Himmelsscheibe von Nebra. Und das ist natürlich sehr schön, weil die Archäologie genau die Bereiche betrifft, die ich auch mit Karel abdecke, also die Anthropologie, die natürlich durch Primatologie, durch Vergleichsforschung und dergleichen versucht, die Vergangenheit zu rekonstruieren, und die Archäologie, die ja dann wirklich die konkreten, anfassbaren Beweise liefert. Und das Buch heißt Das Rätsel der Schamanin, eine archäologische Reise zu unseren Anfängen. Das ist eben ein Grab 9000 Jahre alt im Herzen Deutschlands gefunden. Und das ist das reichste Grab seiner Zeit. Und da gab es jetzt eben ein neues Forschungsprojekt, das eben von Harald Meller geleitet wurde, wo ich die ganze Zeit dabei war und wo mittels Archäologie, genetischer Untersuchung, die Frau ist mit einem Kind begraben worden, wo wir jetzt wissen, ist es ihr Kind oder ist es nicht ihr Kind, ist es ein Junge oder Mädchen, und durch anatomische, anthropologische Untersuchungen wir dort ein extrem spannendes Frauenschicksal rekonstruieren können. Und es ist so ein bisschen so eine, für mich war es auch so eine Case Study zu Eva, weil wir hier eine Frau, ein Frauenbegräbnis haben aus der Zeit vor dem Patriarchat. Sie ist eine der letzten Jägersammlerinnen Europas. Und wie gesagt, es ist das reichste Grab seiner Epoche, exorbitant viel reicher als alle anderen Gräber. Und wir können zeigen, es handelt sich um eine Frau, die eine mächtige, wissende Heilerin war, zu der die Menschen wirklich aus großer Entfernung gepilgert sind. Und die tatsächlich auch, das können wir auch nachweisen, noch Jahrhunderte danach verehrt wurde. Und insofern haben wir hier ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben nicht immer schon Männer die Dominanten waren. Und das Spannende ist, die ist zuerst eben auch von den Nazis ausgegraben worden, nicht so ganz richtig. Und die haben sie
für einen alten weißen Mann gehalten. Das Grab war so reich, haben sie gesagt, es ist ein Mann. Und insofern mittlerweile wissen wir auch, sie ist noch nicht mal weiß gewesen, sondern ihre Haut ist durch die Genetik wissen eben sehr dunkel pigmentiert worden. Und deshalb scherzen wir auch, oder ist es kein Scherz, sagen wir, ein Traumfund der Nazis entpuppt sich als Albtraum aller Nazis, irgendwie, weil die Nazis zeigen wollten, ja, die Arier waren immer schon hier im Herzen Europas und wir sehen, sorry, die Weißen, das Weißsein, die sind ja später selbst erst die ersten Bauern aus Anatolien, die haben das, die helle Hautfarbe nach Mitteleuropa, nach Europa gebracht. Also wer stolz auf sein Weißsein ist, ist stolz auf seine Migrationsvergangenheit und zeigt einfach, was für ein Bullshit dieser ganze Rassismus ist. Und insofern war das jetzt so eine spannende Einzelgeschichte. Und das Schöne eben auch, das, was wir bei Eva hatten, das jetzt mal wirklich ganz konkret an einem Menschen, an einer faszinierenden Frau erzählen zu können. Sehr cool. Wann erscheint das Buch? Am 18.10. bei Rowohlt. Das ist ja nächste Woche, oder? Ja, das ist nächste Woche, deshalb, genau. Schon sehr bald, na cool. Karel, ich möchte auch noch ganz kurz aufgreifen, was wir beide ganz zu Beginn, als wir auf Kai gewartet haben, hier im Zoom-Call besprochen haben. Weil du war aber pünktlich. Ja, wir waren doch schon früher hier. Du arbeitest nämlich auch an etwas sehr Spannendem und das finde ich deswegen auch so toll, weil wir haben ja heute auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir unser Wissen anreichern, um einfach diese Awareness für das, was da ist und was hier wirkt, auch zu steigern. Und du hast mir erzählt im Vorfeld, du arbeitest gerade an einem Projekt, wo es jetzt mal um die Männer geht sozusagen und um den Part, was denen vielleicht auch schon in der DNA liegt. Vielleicht magst du dazu erzählen. Ja, was uns aufgefallen ist, dass bei sehr vielen Affenarten, wenn es um Gefahr geht oder um schwierige Sachen geht, oder schwierige Früchte zu öffnen und so weiter, dann bieten die Männchen sich an und die nehmen Risiken. Und das ist so eine Art, ja, sie schneiden auf, sie wollen zeigen, wie toll sie sind. Und das ist sowohl bei monogamen Arten als bei sehr hoch promisken Arten in großen Gruppen und so weiter, sehen wir das. Und das hat also nicht damit zu tun, dass die Eltern sind und ihre Kinder schützen wollen. Das ist einfach, ja, das erwarten die Weibchen auch von den Männchen. Also es gibt Arten, da rufen die Weibchen Raubfeind und dann setzen sie sich hin und dann muss das Männchen oder zwei Männchen müssen dann da diese Raubfeinde vertreiben. Das ist so ein tief verankertes Primatenerbe. Und natürlich sehen wir das auch bei Menschen. Und der allgemeine Punkt ist, wie du auch gerade gesagt hast, ist, dass man sagt, ja, Kultur ist bei uns unglaublich wichtig, aber es geht um die Interaktion zwischen Kultur und Biologie. Also zum Beispiel, wieso ist es eigentlich immer noch, dass überall die Armeen aus Männern bestehen? Und da gibt es viele Argumente heutzutage, um zu sagen, dass Kraft ist dann nicht mehr so wichtig, als es mal war. Aber dann sieht man, dass Leute intuitiv, wahrscheinlich aufgrund von diesen Phänomenen, meinen, das ist doch Männersache. Mhm. Auf jeden Fall, das ist wieder etwas, ich möchte verstehen, wie das historisch sich entwickelt hat, auch evolutionär entwickelt hat, und schauen, ob das unser Denken irgendwie noch beeinflusst und ob das richtig ist oder falsch. Das ist dann der nächste Schritt. Aber erst müssen wir mal wissen, wie sind diese Sachen entstanden und wie entwickeln sie sich dann weiter. Das ist ja, wenn ich ganz kurz darf, das ist ja auch ein schönes Beispiel, weil natürlich mittlerweile gibt es auch Frauen in Armeen. Also deshalb, es ist eben, wir sehen hier, dass natürlich es kulturelle Möglichkeiten gibt, gegenzusteuern und wo plötzlich dann auch die eben rein körperliche Kraft nicht mehr entscheidend ist. Es gab ja gerade auch den archäologischen Fall vor ein paar Jahren, wo eine erste Jägerin entdeckt wurde, eben, ich weiß nicht, Südamerika, keine Ahnung, jetzt 12.000 Jahre alt, aber die hatte eine Speerschleuder dabei. Eine Speerschleuder ist eine Erfindung, mit der man Lanzen sehr weit schleudern kann. Also durch diese technische, durch diese kulturelle Innovation konnte sie ihre körperliche Schwäche kompensieren und damit genauso jagen. Was ich sagen will, ist eben, wir sind nicht nur Biologie, wir sind immer Kultur und Biologie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere biologischen Altlasten kennen,
aber auch unsere kulturellen Altlasten. Und dann können wir, und das ist ja unsere große Stärke als kulturelle Wesen, auch für Ausgleich sorgen. Und wir können sagen, wir wollen in einer gerechten Welt leben, die alle beteiligt. Und dann müssen wir eben entsprechende Maßnahmen finden, das auszugleichen. Und dazu braucht es das Wissen, dass die Welt, wie sie heute ist, eben nicht ganz normal ist. Ja. Ja, genau, das ist es. Ja, also das heißt, das neue Motto könnte lauten, die Biologie erlaubt es und die Kultur macht vieles möglich. Da möchte ich noch sagen, das Zitat ist ja von Harari. Das haben wir von ihm übernommen. Also das ist, das, wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken in diesem Aber das würde ja dann eigentlich die Lösung bedeuten, oder? Dass wir uns unserer Biologie bewusst sind, dass wir eben auch alle Wirkmechanismen besser kennenlernen und dass wir uns einer Kultur entgegenentwickeln, die einfach alles ermöglicht, oder? Perfekte Zusammenfassung. Damit wir eine gerechte Gesellschaft bilden können, wo die Biologie nicht hemmt, was wir als ungerecht erfahren. Ja, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, meine Lieben. Es war großartig, mit euch zu plaudern an diesem Samstagvormittag. Vielen Dank für eure Zeit. Kai, ich freue mich schon auf das nächste Buch. Und danke dir. Ich schicke euch liebe Grüße nach Deutschland und in die Schweiz und wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. War sehr schön. Wow. Danke.